Da dieser Flieger etwas langsamer ist als die vorherige, hat er auch ein bisschen mehr Zeit zu erklären. Jetzt zum Beispiel ist der Göttler auf dem Flug auf sich zu, also fliegt er komplett auf die Grenze, fliegt jetzt wieder von sich weg und jetzt ist er wieder in der Steuerungsart seiner Fernbedienung umdenken. Also der organische Rechner zwischen seinen zwei Ohren ist auch hier völlig gefordert, um das vernünftig umzusetzen. Auch wie gesagt, ich wiederhole mich hier, muss man jahrelang geübt haben. Erst natürlich mit kleinen, günstigeren Flugzeugen und dann steigert man sich immer weiter bis halt in diese Klasse. Schönes Hobby. Ja, und Hobby ist ja eigentlich der Ausdruck dafür, dass es einfach die eleganteste Art und die Art, die am meisten Spaß macht, sein eigenes Geld zu verbrennen. Es ist ja noch verbrannt, er hat ja ein Flugzeug gespielt und jeden hat eine Freude. Ja, wir haben teilweise auch wechselnde Windgeschwindigkeiten, können wir auch noch mal ganz kurz was drüber sagen. Das sind sogenannte Ablösungen. Das heißt, durch die Sonneneinstrahlung, die jetzt partiell vorhanden ist, erwärmen sich in der Region Luftmassen. Warme Luft steigt bekanntlich nach oben. Wo warme Luft nach oben steigt, muss ja Luft nachfließen. Und das sind dann genau diese Ablösungen, die dann hier zeitweise stärkeren Wind sorgen. Ja, und auch diese Aufwinde, die teilweise hier jetzt doch verstärkt vorhanden sind, beeinflussen natürlich auch so ein Flugmodell. Auch hier gibt es so, wenn man durch steigende Luft fliegt und kurz dahinter kommt eine Zone, wenn man durch fallende Luft fliegt, und es gibt dann sogenannte Turbulenzen. Der Laie sagt auch hier und dort mal Luftloch dazu, aber es gibt keine Luftlöcher. Luft ist überall hier in der Atmosphäre. Nur, die eine steigt auf, die andere steigt ab. So, Detlef hat das Fahrwerk ausgefahren. So wie ich ihn kenne, wird er jetzt erstmal an sich vorbeifliegen, um zu schauen, dass er wirklich zieht, wenn er das Fahrwerk ausgefahren ist. So könnte er dann nämlich jetzt nochmal nachbessern, wenn jetzt ein Fahrwerk nicht richtig ausgefahren wäre, könnte er nochmal komplett einfahren, nochmal ausfahren.
Ja, und das ist halt auch wieder Kriterium, wo man sagt, das gehört zum Check vom Landen bei einem Modell mit Einzelbauwerk, gerade in dieser Größenklasse, dass das auch unter sicheren Aspekten abläuft, weil auch hier ist jede Menge Kerosin drin und wenn so viel auffliegt oder hart aufkommt, kann es natürlich auch hier wie beim echten Flieger zu einem Brand kommen. Aber auch da haben wir den Jürgen Feuerwehr nicht dabei. Aber wie gewohnt, nicht so gut bei der Flug. Ja, hat er prima gemacht. In der Sicherheitszone ist, kommt der Niklas nochmal mit seinem Modellhubschrauber. Das ist ein Elektrohubschrauber, also modernste Abhubschrauber, die natürlich auch dafür sorgt, dass die